Pokémon Jungs und andere, denen es leid tut, dass letzte Woche kein Video kam. Anyway, genießt dieses gereifte RP und nicht vergessen, liken, Abo und natürlich etwas, das man ganz sicher nicht essen sollte, kommentieren. Jungs, 5M. Ich bin gespannt, was uns heute erwartet, Jungs. Ich sag euch ehrlich, ich habe keine Ahnung. So, gehen wir mal wieder Storytime. Ich bin da noch nicht gebannt. Hi. Hä? Lass mich doch nur... 5M hat gerade Probleme, oder? Ist es 5M? Dann gehe ich Grand. Grand RP. Tut ein bisschen weh. Henry Gurke. Entschuldigung, der Herr. Ich habe eine Quizfrage. Wenn Sie die richtig erraten, dann kriegen Sie, sagen wir mal, 50.000, okay? Was ermöglicht dir das Braten von Fisch? Eine Pfanne. Falsch, es war das Campingfeuer. Lern mal das Leben einfach ein bisschen mehr kennen, weißt du? Dann habe ich jetzt kein Auto hier, ne? Die hier, die sind doch so perfekt geparkt. Was ist damit? Halt die Fresse, Winnie. Dein Name ist fucking falsch. Sollte nicht in dieser Welt existieren. Mieten. What? Halt die Fresse, Winfried! Oh Mann, jetzt brauche ich Geld für ein Mietauto, der scheiße ist. Guten Tag, hallo, Sir. Hallo? Ja, Sir. Jawohl, Sir. Hallo? Hallo, Sir. Betätigen Sie mal Ihren F8-Muskel, Sir. Hallo? Meine Fresse, was stimmt denn mit dir nicht? Warum so ungeduldig? Sag doch was, nachdem du deinen Muskel betätigst. Alter, ich hab was gesagt, Bruder. Dann geh mir nicht auf den Sack. Ja, geh du mir nicht auf den Sack. Okay, gut, dann lass ich dich alleine mit diesem nackten Mann, ja? Und was du mit ihm anstellst, ist dein Ding, okay? Oder was er mit dir anstellt, so schwach wie du bist. Ich glaube, du brauchst mal ein paar auf die Fresse. Brille von Apache, Digga, und einfach Cleopatra ihren Drip gekaut. Digga, du siehst aus wie eine... Tja... Bruder, der sieht aus, als wäre er in der Pyramide begraben. Jetzt lass mich in Ruhe. Ich hab keinen Bock mehr auf die. So, gehen wir weiter. Los, Vorsicht! Sir, 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 das ist wichtig. Wo ist Ihre nächste Haltezone, Sir? Sir, das ist wichtig. Sir. Sir, Sir, Sir. Sir, Sir, ah! Ich habe starke Schmerzen. Meine Scheiße wird mich ausmerzen. Entschuldigung, sind Sie Mr. Musk? Nein. Sind Sie X13CP? Dicker, lassen Sie mich in Ruhe, Sie belästigen mich. Sir, das ist keine Belästigung. Ich wollte nur fragen wegen dem Auto. Wissen Sie, das sieht ganz schön Minecraft-mäßig aus. Das ist teurer gewesen als Ihr Leben. Also von einem X13PC würde ich mir was anderes erwarten, wissen Sie? Erstens, was ist ein PC? Zweitens, lassen Sie mich in Ruhe. Ich bin gerade mein Cybertruck am Auftunen, bitte. Es tut mir leid, ich wollte ja nur fragen. Warte einen Moment, ich wollte dir nur fragen. Sir, das ist ganz schön frech, dass nur Sie reden. Sir, das ist ganz sicher nicht gemeint von... Sir, Sie fahren aber ganz schön scheiße dafür, dass Sie der Sohn von Elon Musk sind. Anhalten oder es knallt. Sir, anhalten oder es knallt, ja? Also. Warum sagt er zu mir, haha, ich will dem doch gar nichts Böses. Okay, eventuell schon, aber nicht so Böses. Kollege, Kollege, ich habe gesagt, oder es knallt, ja? Hey, Sir. Brauchst du irgendwie Hilfe? Ich kenne einen guten Richter, der wird sie richten. Ey Junge, dir läuft da noch ein bisschen der Kinder-Schokoriegel vom Mund runter, wenn du spuckst. So, entschuldigen Sie. Warte mal, warte mal. Ich glaube, ich kenne dich. Deine Stimme kommt mir bekannt vor. Das ist irgendwie ein bisschen unwahrscheinlich, aber das höre ich halt irgendwie schon öfter. Haha, du Kackerfurt, haha. Mit sowas habe ich heute schon den ganzen Tag zu tun. Ich würde die ganze Zeit von sowas verfolgen. Warte, willst du einmal für mich fliegen? Der ist absolut korrekt. Es ist ein Gurken. Ich habe immer noch keinen Namen für meine Community. Ich kann meine Community nicht nennen. Ich bin zwar der Vater, aber ich kann den Namen meiner Community nicht geben. Die muss ich selber benennen. Schreibt mal in die Kommentare vielleicht irgendwie, wie ihr euch nennen wollt. Oh, das sieht aber gar nicht gut aus. Keine Sorge, Sir. Ich habe Hey, ich hab nichts. Ich bin arm. Ich bin arm. Ich schwöre es. Ah! Mein Auto brennt. Auf Quick. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ja! Also Marabunta, absolut unsympathisch, Digga. Wie kann man nur so sein? Gib mir nochmal kurz Burger, weil sonst sterbe ich auch, Digga. Hier stirbt man so schnell. Burger. Kaufen. Lieben. Okay. Ich habe jetzt mehr Burger, als du einfach Blutlinienverwandte, weißt du? Damn, it feels good to be a gangster. Und das hat mein Wagen entfernen lassen. Doch nicht, Karre, 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 Karre. So, weiter geht's. Entschuldigung, Officer. Sie sind am Straßen und haben ein getuntes Auto? Ja. Wann haben Sie bitte die Freizeit und die Erlaubnis dazu bekommen? Keine Ahnung. Also, Sie haben einfach das Auto getunt ohne Erlaubnis? Das ist richtig, ja. Also, Sie wissen schon, dass ich den jetzt deswegen anzeigen kann, wissen Sie? Ja, gut, dann machen Sie. Dann würde ich einmal gerne Ihre so Dienstnummer haben. Das ist die 57. Und Ihr Name? Harry Dean. Also, Sie tragen das ehrlich wie in Orden, Harry. Ja, so muss das sein. Also, ich weiß nicht, ob das Polizist sein sollte. Das klappt schon. Wer den Beruf nicht ernst nimmt, sollte ihn einfach nicht ausführen. Ende. Du, mir wird das Auto gestellt. Ich kann da nichts machen. Nichts nutzt. Also sowas wie Sie ist natürlich absoluter Abschaum. Ja. Macht Ihnen das hier Spaß? Harry? Natürlich macht das Spaß. Hat Ihre Mutter Ihnen den Namen gegeben? Oder wie sehe ich das? Aha. Sie sind Polizist mit vollem Herzen dabei, ne? Man kann mit Ihnen alles machen. Sie sind wie ein Boxsack, oder? Das ist richtig. Warum sind Sie eigentlich Polizist, wenn Sie nicht mal Ihre Autorität ausnutzen? Ich verstehe das nicht. Ich habe hartes Fell. Ja, Sie haben einen harten. Also ein Ständer während der Arbeit ist natürlich an sich auch natürlich ein bisschen unprofessionell. Ich weiß nicht, ob das den Kolleginnen auch gefallen würde, wissen Sie? Vor allem, wenn der halt natürlich jetzt nicht die Durchschnittslänge hat, ne? Mhm. Okay, dann viel Spaß noch. Ich habe das Gefühl, ich kriege Admin-Knast. Wenn ich Admin-Knast bin, gibt es keine
kein Zurück mehr. Danach wird's auf. Oder die Waldfee, wie fahrt ihr denn hier? Falsche Straßenseite, Kollegen. Komm mal her. Ja, komm, komm. Ich schlag gleich deine unterdurchschnittlich große Gurke einfach ein bisschen kleiner. Vielleicht wirst du beschnitten von mir mit meinen Füßen, Digga. Ich hab da nämlich einen Nagel, die sind schärfer als du. Morgen, Jungs. Was geht denn hier ab? Einkaufszentrum, Event. Tut ihr das ausrauben jetzt, oder wie? Nee, wir verteidigen das. Digga, die Ops, Junge. Digga, die Ops. Seid ihr die Ops? Wer ist denn Ops, Digga? Ich weiß nicht, was du für Probleme hast. Alter, die Ops. Digga, welches Schaf hast du gemäht, um dir die Haare zu klauen, Digga? Was stimmt mit dir nicht? Alter, du bist ja ein richtiger Ops, Junge. Oha, oha. Versuch mal reinzukommen. Ja, komm, jetzt bist du hinten, Kollege. Geh doch rein. Ja, okay, okay. Ja? Komm rein. Ah, okay. Okay, 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 okay. Frissbauer. Scheiße. I'm in love with the Coco. Hey, medizinisches Team, Hashtag 185334 hat deinen Anruf entgegengenommen. Die überhaupt in der Nähe? Ja, sind sie. Ja, die sind gleich da. Mag ich. Feier ich. Finde ich. Beleben sie mich wieder, der Herr. Wenn nicht, dann gibt's Schlag auf die Nüsse. Oh, danke schön, der Herr. Wow, danke schön. Alles klar, war cool. Well, dann streife ich halt einfach so durch die Gegend. Was soll man machen? Ey, muss doch nicht. Ah, Kollege. Jungs, könnt ihr... Ah, Kollege. Ein Pupsi-Furz, wisst ihr? Okay, Taxi. Komm her. Oder leck Eier. In der Minimalgeschwindigkeit. Ansonsten wäre es zu viel für mein Taxi. Ja, ja. Wieso klingt Taxifahrer? Eier los. Welchen mache ich denn? Welchen mache ich denn? Heute meine Rose. Protestieren. Den Teller anrichten. Liegen. Der Taxifahrer hat deine Bestellung storniert? Hey, Kollege. Ich wollte fragen, haben Sie ein Auto? Wenn, können wir mich kurz mitnehmen? Nee. Warum nicht? So, ist irgendwie nicht mehr ganz bei der Sache. Hat der Schimmel, der da oben auf ihrem Kopf liegt, irgendwie schon ihren Kopf zur Hälfte eingenommen? Soll ich Essig drauf sprühen? Benutzen Sie auch häufig Voltaren Schmerzgel? Ah, nö, Sie haben kein Auto. Ja, benutze mal Voltaren Schmerzgel auf deine Seele, denn du hast da harte Narben. Das kann nicht wahr sein. Taxifahrer kommt nicht. Keiner will mich mitnehmen. Ich bin hier gestrandet. Ich bin der Mann, der beim Supermarkt obdachlos ist. Nein. Sir. Oh, Sie sind meine Rettung. $100 nur. Oh mein Gott, so billig. Ich bin so dankbar, Sie zu treffen. Und wie geht's dir so, Kollege? Das ist ja schön. Haben Sie irgendwie Frau und Kind? Sie kriegen wahrscheinlich nicht oft Trinkgeld, oder? Trinkgeld los, alles klar. Aus dem Weg, gut trainierter Glatzkopf. Soll ich sie mitnehmen? Hey, Opi, soll ich dich mitnehmen? Reden Sie mit mir. Ich sehe, ihr Mund bewegt sich, aber es kommen keine Worte raus. Ich zeig dir alles, ja? Du musst nur einmal kurz einsteigen. Ich bring dich überall hin. Ich weiß nicht, eventuell funktioniert ihr Mund noch nicht. Müssen den eventuell auch ein bisschen einstellen vielleicht? Haben Sie das schon probiert? Ich glaube nicht, oder? Dann lösen wir das jetzt einfach ganz schnell zusammen. Wilson! Lo siento! Ich schnüffel mir die guten Szenarien raus. Oh scheiße, hier liegt einer. Sir, ich möchte Sie jetzt nicht bedrängen oder so, aber da hinten liegt ein Bewusstloser. Hätten Sie eventuell irgendwas, um Ihnen zu helfen? Nein, hab ich leider nicht. Sie sehen mir sehr reich aus. Könnten Sie kurz was holen gehen? Sie haben ein sehr schnelles Auto. Schnelles Auto? Du hast ein schnelleres Auto. Meins ist gemietet. Sind Sie in der Familie oder so? Ja. Kann ich mal vorbeischauen? Ich würde halt ganz kurz dir folgen und dann halt können wir mich ein bisschen vorstellen eventuell und dann schon mal schauen und so und kennenlernen. Bei mir war gerade jetzt eine Story. Ah, okay. Alles klar. Hochgeschickt, ne? Dann schick's mal hoch, ich warte nur. Wird hochgeschickt, Mann! Ja, was hochgeschickt, erzähl mal. Wird hochgeschickt, Digga, ich schick dich gleich hoch, hä? Oh, warum spinnst du wie ein Beyblade mit her? Komm ich jetzt in den Himmel oder was? Und da tritt wieder Karamessi! Golasso! Da sind Sie die Ein-Mann-Mauer, die ich überwinden muss. Mann, verpiss dich. Da bin ich leider Ronaldo 2014. Leck meine Eier, du dreckiger Digga. Ja, geil, erstmal noch einen Kentucky-Burger rausholen. Wirst du in der Schule gemobbt oder woher kennst du die ganzen Sprüche? Ja, finde ich tatsächlich selber, sowas nennt sich Kreativität. Bist du noch ein bisschen weiter weg oder was? Verpiss dich, du Bastard. Ich klau mir dein Auto, wenn du weggehst, ich klau's mir einfach. Willst du sehen, wie? Oh, sorry, ich wollte eigentlich da was anderes machen, Ich wollte sein Auto klauen, sie waren im Weg so, das war ein bisschen scheiße. Ich glaube, das ist illegal. Nein, nein, das ist okay. Oh, jetzt stecke ich fest, die Dame, wenden sie eventuell eine kleine Hand. Ich stecke auch fest. Pressen! Oh mein Gott, lassen Sie diese Geräusche! Alles gut, ich presse gerade! Ja, Pressen funktioniert! So, ich klaue mir jetzt sein Auto. Ich glaube nicht, dass sie klauen sollten. Ja, ja, ich weiß, ich bin Bad Boy, wissen Sie. So, sehen Sie zu, wie ich diesen Fucaro klaue. Nein, das ist Wohngelände, Sie können hier kein Auto klauen. Natürlich geht das, einen Moment. Nein, lassen Sie mich das Auto klauen. Das arme Auto, nein. Alles gut, das gehört zu mir. Das ist ein Teil von mir. Das ist Fußball, die Dame mit Autos. Ich habe eine richtig gute Idee. Soll ich Ihnen helfen? Ich bin sehr, sehr neu auf den Start und ich suche auch gerade noch eine Methode, Geld zu verdienen. Und Sie wollen das Auto jetzt stibitzen. Ja, korrekt. Aber wenn Sie das Auto stibitzen, müssen Sie das Auto ja fahren. Nein, nein, muss ich nicht. Also ich glaube, ich verdiene kein Geld dabei. Ich mache das nur aus purer Losheit, wissen Sie? Oh Gott, Sie können doch nicht einfach so ein Auto klauen und dann... Oh, watch me! Watch me! Hört sie auf, mich zu sabotieren, die Dame! Weiblicher Gerechtigkeitssinn kotzt mich an. Oh, scheiße! Okay, warte, das funktioniert so nicht mehr. Warum funktioniert es nicht mehr? Bezahlen, dann lass ich sie nur. Aber dann müssen wir noch den Dude runterholen, wenn sie wirklich Geld wollen. Der da oben steht, sehen Sie den? Ja, aber der ist doch im Kopf. Ah, dann schlagen Sie ihn kurz runter oder so. Oder warten Sie, ich mach das schon. Dann sag ich.
Ich habe gerade eben sein Auto geklaut und der ist ganz schön mies angepisst, muss man sagen. Hinter diesen mächtigen Teufelshörnern liegen, die er auf dem Kopf trägt, ist ein ganz schön peinlicher Vogel und er ist weg. Das war nicht sehr schlau, weil jetzt ist das Auto weg. Das ist okay, er ist auch weg. Das ist eigentlich mein Ziel gewesen. Oh nein, wie gemein. Ich weiß. Ich bin ein böser Bube. Alles klar, dann schönen Tag noch. Neu auf dem Server. Ich sehe schon die Botskarre. Wie die ins Wanken gekommen ist. Hol mich raus, Papa Manatee. Entschuldigung, der Herr. Verkehren Sie mit Fischen oder was muss ich mir da erklären? Hallo? Alles klar, viel Spaß noch. Ich will mal ein paar Leute fragen, ob sie mit Fischen verkehren. Entschuldigung, verkehren Sie mit Fischen? Ich glaube nicht, nee. Sind Sie kein Angler oder waren niemals Angler oder sowas? Nee. Alles klar, also kein Fischfreund, oder? Ich suche mir nämlich momentan einen Angler raus, wissen Sie? Ja, ich kenne da einen. Ja, okay, dann sagen Sie mir, wo Fischboy steckt. Wenn Sie da reingehen und mal Personal rufen, fragen Sie mal nach dem Herrn Lukas Decker. Lukas Decker. Ich glaube, das ist er sogar. Ey, Lukas, Lukas. Nee, das ist er nicht. Nein. Lukas, Entschuldigung, Lukas. Was für ein Ding? Ja, ich wollte eigentlich nur was fragen. Sind Sie Angler? Ich bin leidenschaftlicher Angler. Verkehren Sie mit Fischen? Ich verkehre nicht mit Fischen, nee. Aber Sie sind doch Angler, natürlich verkehren Sie mit Fischen. Ich suche momentan einen starken Angler, der mit seiner Rod ein bisschen umgehen kann. Ja, ich kann das nicht gut mit meiner Angel umgehen. Haben Sie eine Frau? Ich habe keine Frau. Nicht. Ja, dann wundert es mich nicht, dann können Sie nicht gut mit Ihrer Rod umgehen. Ich habe genug Spaß hier gehabt. Kollege, ich bin momentan hier bei einer Straßenumfrage und ich wollte Sie eigentlich nur was fragen und zwar, verkehren Sie mit Fischen? Nee, und Sie? Ja, also ich persönlich bin leidenschaftlicher Angler, aber ich suche mir momentan auch jemanden, der mit Fischen ein bisschen rumverkehrt, wissen Sie? Vielleicht einer von den Bordes. Nein, ich glaube, Sie sind eigentlich perfekt dafür ausgewählt, wenn ich mir Sie so anschaue. Sie haben die Statur eines Verkehr mit Fischerers. Nee, ich mach's nicht. Haben Sie einen Lieblingsfisch? Sie kennen Sie auch bestimmt ein paar. Nee, ich weiß leider gar keinen. Ja, steckst du gerne dein Jarro in Lachs? Sir, machen Sie gerne Barsch zum Mund, hallo? Widerwärtig. Das wäre so schön, wenn ich immer noch Pediler wäre, dann hätte ich den mal festgenommen. Ah, Mensch, Alter, ich weiß mir das gar nicht wahr sein. Was soll der Scheiße? Das geht mir heute wieder. Lebt gegen den Strich. Was machen Sie denn hier eigentlich? Warum fahren Sie so kacke? Bleiben Sie mir jetzt mal stehen und reden Sie doch mal mit mir. Was soll denn der Scheiß? Mein Kopf wird komplett rot, wenn Sie nicht gleich aufhören. Okay, das ist zwar nicht gut für meinen Blutdruck, aber warte. Nein! Spielspeicherfehler. Ich glaube, ich wurde gebannt. Das nächste Mal, wenn ich gerade bin, will es wahrscheinlich atmen, Klaas. Wenn euch das Ganze gefallen hat, nicht gerne vergessen, ein Like oder ein Abo dazulassen. Ich bin euer Henry Gurke. Ich küsse euer Arschwasser. Henry, du bist einfach hart. Du bist so hart wie die fucking Jesus Box. Henry, du bist einfach hart. Du bist so hart wie die fucking Jesus Box.